So wie ihr jetzt im Hintergrund schon sehen könnt, werde ich jetzt für euch das Uhrwerk mal testen gehen und mal schauen, was es da so Leckeres gibt und was es preislich alles kosten wird. Und natürlich ein paar Eindrücke von innen drin kriegt ihr hier jetzt auch zu sehen. Und ja, Speisekarte, habt ihr wieder so eine schöne Zeitschrift, schöne Gazette. Und ja, was haben wir hier Schönes? Ein Hähnchenburger, Steakburger, Porkburger, Lachsburger. Der günstigste Burger ist anscheinend für 17 Euro, das ist der Hähnchenburger. Dann der Steakburger für 21 Euro, Porkburger 25 Euro, Lachsburger 23 Euro. Ich gehe einfach mal weiter. Hausgemachte Pommes. Dann mit Parmesan, Petersilienpesto und Knoblauchmayonnaise, 23 Euro. Hier ist jede Menge, ich filme es einfach mal kurz ab, ich rede ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mir jetzt auch ein Bier bestellt, irgendein Bier aus Hawaii, keine Ahnung, soll fruchtig riechen, aber nicht fruchtig schmecken. Bin mal sehr gespannt. Gleich, wenn das Essen dann kommt, ja, zeige ich euch natürlich das Essen. Okay, ich mache dann doch mal mit der Speisekarte weiter, weil es ist doch ein bisschen mehr. Also ganz viele hausgemachte Pommes mit ganz vielen verschiedenen Soßen und Gedönsrad dazu. Dann haben wir noch Pasta-Gerichte, die Bowls, genauso wie bei Piraten Batavia. Dann gefüllte Teigtaschen, tolle spezielle Biersorten. Mein Gott, einfach viel zu viel. Ihr müsst einfach hier hin. Guckt euch die Karte an. Und einmal die Cola? Ja. Machen Sie einen Lachs? Nö. Einmal das Bier. Dankeschön. Bitte schön. Ja, gerade das Bierchen bekommen. So wird es serviert. In einem Eiskübel. So, wie gesagt, kommt einfach selber hier hin. Ich werde jetzt nicht die ganze Speisekarte euch erzählen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, zu guten Preisen, aber was ich schon gesehen habe, sieht auf jeden Fall sehr gut aus und sehr lecker. Und ja, wie gesagt, wenn meins kommt, zeige ich es euch. Ich habe mir jetzt den Chicken Burger bestellt für 17 Euro und so sieht das Ganze aus. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und ich werde später berichten, wie es geschmeckt hat.
melde mich jetzt doch mal zwischendrin. Also mein Hähnchenburger ist wirklich sehr, sehr lecker. Pommes super, Mayo. Ich weiß nicht, ob das selbstgemachte ist. Das auf jeden Fall schmeckt anders wie normale Mayo. Ich zeige mal kurz eine Aufnahme vom Burger. Sehr, sehr lecker. Das Fleisch ist butterweich, weil es, glaube ich, sous-vide gegart ist. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher, aber es schmeckt auf jeden Fall so, als würde es schon am Vortag vorgeklopft bzw. vorgeschnitten und dann auch ins Wasserbad über Nacht. Dann muss das nämlich nur noch mal ganz kurz auf den Grill und das Fleisch bleibt saftig und ja, so schmeckt es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sous-vide gegart. Die Pommes, mein, ja, auch sehr lecker. Könnten aber, glaube ich, ein bisschen länger in der Fritteuse bleiben oder je nachdem, weiß ich nicht, wie sie es machen. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau und wie gesagt, die Mayo ist richtig geil und richtig süß. In so einem kleinen Töpfchen. Also es lohnt sich definitiv hier hinzugehen. Die Portionen sind sehr groß für den Preis gerechtfertigt. Man darf nicht vergessen, man ist in einem Freizeitpark, also sowieso was teurer. Aber das, was man hier geboten bekommt, ist einfach vom Ambiente einmalig und das Essen ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden heute. Gesättigt und voll. Also es ist sehr schön dort zu sitzen, außergewöhnliche Stühle und auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker. Das Bier, was ich hatte, war auch sehr gut, hatte fast 5%, man merkt. Und ja, definitiv einmal hingehen lohnt sich oder mehrmals sogar. Einfach mal testen und lecker essen. So, jetzt wird wieder frei gefahren. Da gibt es ja schon ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal. Also danke fürs Zuschauen. Euer Sven vom Freizeitpark Nürnberg.